Wir sind jetzt heute beim Berry. Das ist ein Cheyenne-Indianer. Und der macht selber Bier. Wir sind heute die einzigen Gäste da. Vorher hast du in Schmiechen warst du vorher? Ja. Und davor in Peiting. Peiting sind wir öfter mal. Schongau, Peiting. Ja. Also in Peiting. Gerne an der Ammer. An der Ammer. Warst du an der Ammer auch schon mal spazieren unten? Ja, klar. Schön, die Ammer Schlucht da unten. Ja, kenne ich alles. Ja, die, die, total schön. Und im Wald da hinten, wo die Wasser, da so ein Wasser. Weißt du die Höhlen? Weißt du die Höhlen? Ja. Toll, ganz toll. Waren wir mit ihm jetzt mit rum, war aber gesperrt. Leider. Ja, haben sie ausgeholzt. Ja. Du, die Cheyenne waren ja mit dabei am Little Big Horn, gell? Ja. Ja? Ja. Auch, ja. Ja. Die, bei den Kriegen. Prost. Prost. Huckahe. Huckahe. Okay. Ist das der Trinkspruch, oder? Ja, okay, hier heißt auf geht's. Okay. Dass der Schaum oben stehen bleibt. Ja. Und das ist halt nur, ja, wenn der kein Industriebier ist, ist halt was anderes. Ja. Ne? Muss ich noch probieren. Ja, du kannst ja noch probieren. Berry, ich hab dir gesagt, er macht vielleicht ein Video, wenn es dir nichts ausmacht. Gute Werbung für dich. Ja, ja. Der vom Macher, oder? Der Ja. Ich hab gesagt, schon gesagt, da kommt mir ein Spätzle mit. Ja, ja. Ich wollte nur mal hören, ob du mal wieder vorbeikommst. Alles klar, heute. Okay. Lass es dir gut gehen, gell? Also ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, es ist Prost. Schön. Prost. Also die Runde geht auf mich. Na, Mara. Also wir sind heute beim Berry. Der macht das Bier selber, das nennt sich Cheyenne-Bier. Der hat eine total urige Wirtschaft. Oder wie sagt man, Saloon, Wirtschaft, Kneipe. Egal, also wo man schön zusammenkommen kann. Und das ist in Hof Hegnenberg. Das letzte Haus, wenn man aus dem Dorf rausfährt, links. Oder das erste, wenn man reinfährt. Oder das erste, wenn man reinfährt, rechts. Und schaut mal vorbei. So etwas gibt es nicht oft zum Singen. Nein, das ist was Besonderes. Das ist richtig besonders. Und ein gutes war ja, ein ganz einen besonderen Geschmack, möchte ich sagen. Jawohl. Teste öfters einmal Bier. Ja. Absolut. Selbstgebrautes. Ja. Siehst du, was es für einen schönen Schaum hat? Ja. Also das ist schon was. Ja. Ist ein Kraftbier, selbstverständlich. Ja. Und ist eine sehr, sehr, sehr gute Qualität. Ja, und der hat jetzt sogar im Winter offen. Jeden Freitag? Freitag ab 18 Uhr. Jeden Freitag ab 18 Uhr oder nach Vereinbarung. Ich habe ich auch schon gehabt, vor einigen Jahren, da haben schon Leute sich angemeldet zum Essen und so, mache ich auch. Aber nur, wenn es angemeldet wird. Ja. Ich war ja bekannt durch meine sehr guten Steaks, durch meine Büffelsteaks, meine Bisons. Ja, da bin ich Spezialist dafür. Ja. Und, aber hier, die essen ein Stück Leberwurst da oben. Ja. Also, Prost. 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 Es ist, wie es ist. Und ein früherer Freund von mir, also ein Indianer-Fan aus Hinterfüssen, der wo der her war, da hat man den Indianer geschnitzt, wenn du da siehst. Ja, schön. Diese Holzschnitzerei, die da hinten ist, da hat man den Indianer geschnitzt. Habe ich vorher schon aufgenommen. Ja, ist schön, ist schön. Alles, da war ich lange auf der Suche nach so einem Toten, Holz-Indianer. Ja. Okay. Ja. Und der hat mir den geschnitzt, also hinter Füßen irgendwo oder was weiß ich, wo das war, das ist schon jahrelang her, gell? Ich weiß das gar nicht mehr. Irgendwann ist er gekommen und hat gesagt, ich hab dir was mitgebracht. Sag ich, was hast du denn mitgebracht? Du hast einen Anhänger gehabt. Ja. Sag, was hast du denn mit?
Ja, zieht er den raus? Ja, hat er den rausgezogen. Ja. Also, das ist der volle Reihe. Ja. Muss ich ehrlich sagen, ich hatte schon sehr viel, aber es tut sich alles zerschlagen, weil das alle, die sind alle so weit weg. Ja. Weißt du? Ja, 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 ja. Da sieht man sich auf einmal nicht mehr, weißt du? Ja. Irgendwo im Allgäu war das. Ja. Die haben mich immer.